Ja. Wenn ich zu Hause bin? Zu Hause ist Deutschland und Tschad. Heimat ist, dass die Familie bei den einen ist. Familie? Wenn ich meine Freunde und meine Familie um mich herum habe. Dass ich mit meiner Familie unter einem Dach lebe, mit ihnen zusammen Sachen mache. Freunde? Freunde und auch Treffpunkte, wo ich mich treffen kann. Auch halt da, wo ich untergebracht bin oder da, wo ich mich wohlfühle. Meine Heimat ist für mich der Ort, in dem ich aufgewachsen bin, wo ich mit meiner Familie zusammen bin, wo ich viele Freunde habe und einfach die Gegend kenne. Schule? Heimat ist für mich wichtig, weil wenn ich kein Zuhause habe, müsste ich auf der Straße auch leben. Naja, Heimat ist für mich wichtig, weil da meine ganze Familie und meine Freunde auch leben. Und ohne die wäre es irgendwie schon schade für mich, also dann könnte ich gar nicht richtig leben, ins Leben einsteigen. Also meine Eltern und so sind natürlich schon wichtig für mich. Naja, also für mich ist Heimat wichtig, weil man ohne Heimat nicht wirklich überleben kann. Man braucht ja beispielsweise einen Unterschlupf, wenn es regnet oder gewittert. Das ist dann halt das Haus von demjenigen oder auch ein Zelt oder was weiß ich was. Jedenfalls, damit man überleben kann. Ich habe eigentlich alles vor der Nase, was ich brauche. Eine Art kleiner Mini-Park, also ein Bolzplatz eher, wo ich mich mit meinen Freunden treffen kann, um zu quatschen und zum Fußball spielen. Dann gibt es daneben vielleicht einen Supermarkt auch. Also dann gibt es noch einen größeren Supermarkt hier. Dann gibt es hier einen tollen Club. Der Club. Ja. Also, wird schwierig. Ich bin nicht zu Hause. Ich bin bei einer Freundin oder so. Und dann denke ich an meine Familie, an meine Eltern und wir kommen dann irgendwie total Sehnsucht nach denen und will dann halt nach Hause. Wenn ich irgendwo jetzt ganz lang war und dann plötzlich umziehe und es gar nicht möchte. Heimweh würde ich erklären, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einer Klassenfahrt bin und irgendwie so eine Art Kribbeln im Bauch habe, dass ich zu meiner Familie zurückkommen würde oder zu meinen Freunden. Für mich ist Heimweh halt, ja, wenn man sich nach Hause sehnt, lieber zu Hause sein möchte, also irgendwie die Familie vermisst, ja. Nein. Ich hatte einmal Heimweh, weil ich bei meiner Freundin 2 Wochen übernachtet habe, weil meine Eltern arbeiten müssen woanders. Und da habe ich halt meine Eltern vermisst und ja. Man ist weg mehrere Tage, mehrere Wochen woanders und man vermisst einfach das Gefühl, einfach in der Gegend zu sein, in seinem Haus. Oder man vermisst auch Freunde und Familie. Und ja, das ist dann Heimweh, wenn man unbedingt zurück will. Im Urlaub. Da waren wir halt in so einer kleinen Mini-Hütte in den Alpen. Und da musste man immer das Wasser aus dem Brunnen holen, das war eisekalt. Ich bin die ganze Zeit zu Hause in einem Nest, sag ich jetzt mal. Und ich kann nicht raus, ich will aber. Und Ich möchte woanders hin und es geht irgendwie nicht. Wenn man jetzt so sehr lange nur zu Hause war und dann mal woanders hin will. Ja, weil ich war mal auf einem Reiterhof und dann wollte ich da nicht mehr weg, aber musste halt wieder weg. Und Fernweh ist, wenn ich zum Beispiel, also wenn ich irgendwo anders hin möchte, wenn es mir
von dem Zuhause reicht, wo ich bin. Aber so ging es mir auch noch nie. Dass wenn man jetzt in Deutschland zum Beispiel ist und man lebt in einem anderen Land und man möchte dort hin wieder und man kann das nicht und ja. Ja genau, also Fernweh ist, wenn du nur zu Hause hockst, nichts anderes machst, einfach nicht mehr aus dem Alltag herauskommst und du willst einfach woanders hin, zum Beispiel in ein anderes Land oder auch nur eine andere Stadt und ja, das ist Fernweh. Ja, ich war mal in den Niederlanden mit meinen Eltern. Da hat meine Schwester, die da 6 Jahre lang studiert ist, was zu besuchen. Und ich konnte halt nur Deutsch. Und dann bin ich halt mal so auf die Straße gegangen und da waren so andere Kinder. Und da wollte ich die was, und da wollte ich die was fragen, konnte ich aber nicht, weil ich diese Sprache halt nicht kann. Wir hatten da so eine Wohnung, so ein Haus gemietet. Und da bin ich dann da wieder reingegangen und habe mich die ganze Zeit gelangweilt. Also ich habe mich schon in der ersten Klasse fremd gefühlt, als ich niemanden gekannt habe. In der Türkei habe ich mich fremd gefühlt, weil da keiner Deutsch kannte, nur Erwachsenenleute vielleicht. Und die Kinder aber nicht und ja. Also für dich ist quasi das Fremdfühlen, dass man keine Freunde hat oder so. Also ja, auch. Naja, das habe ich glaube ich schon mal gesagt. Ich halt mal im Supermarkt an der Kasse und dann haben einfach ganz viele Leute vorgedrängelt und da habe ich mich irgendwie fremd gefühlt, als ob ich als Kind irgendwie gar nicht beachtet werde. Also ich war ja auch schon in Spanien und in Portugal und in Frankreich und da habe ich mich halt fremd gefühlt, weil ich die Sprache nicht konnte und ja, genau, weil ich niemanden kannte auch. Ja, irgendwie, wenn Krieg ist oder du von deiner Familie ausgestoßen, also du dich von deiner Familie ausgestoßen fühlst oder halt, naja, wegen Fernweh. Wenn zum Beispiel in dem eigenen Land Krieg ist und oder das Haus zerstört wurde und die nichts anderes haben? Negativ, dann ist man irgendwie zum Beispiel ausgestoßen wird von seiner Familie oder sich in der Familie eben fremd fühlt oder dass man irgendeine Krankheit hat vielleicht auch, die sehr ansteckend ist und man muss dann eben wegziehen, weil damit man nicht die anderen anstecken. Ein schlechter Grund wäre durch Krieg und Zerstörung, Verfolgung. Ja, Krieg, Geldprobleme, so wie in Griechenland oder ja, dass sie halt verfolgt werden. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Freundin in Deutschland hier zum Beispiel hat und man wohnt in der Türkei oder so, dass man dann nach Deutschland zieht. Und die guten Gründe sind, man möchte umziehen, irgendwie weil man woanders sich wohler fühlt. Oder irgendwie da zum Urlaub war und es schöner fand als die eigene Heimat. Oder irgendwie, wenn man einfach irgendwie Fernweh hat, dann man ja, dann verlässt man ja seine Heimat auch, wenn nicht für immer, aber... Ja genau, die Gründe gibt's und dann vielleicht noch, was ich glaube mal eher seltener ist, wenn man von den Eltern misshandelt wird oder sonstiges. Dafür gibt's halt zum Beispiel bei uns in Deutschland Jugendämter, aber in vielen Ländern halt nicht und deswegen, das ist auch ein Grund der Flucht. Naja, also wenn ich zum Beispiel wieder irgendwie eine Freundin habe und die zum Beispiel irgendwo anders wohnt als ich, dann könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, vielleicht zu ihr zu ziehen oder so. Oder sie zu mir, also so könnte ich mir das vorstellen. Wenn man das Land schon satt hat und mal woanders hingehen will. Puh, oh Gott. Also erstmal Tagebuch. Dann würde ich noch ein Zelt mitnehmen, Schlafsack und Isomatte finde ich jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall
würde ich ein Dach über den Kopf haben, also ein Zelt mitnehmen. Dann würde ich mir noch etwas zu essen und zu trinken mitnehmen. Wenn das dann alles ist, würde ich mir notfalls was klauen. Was würde ich noch mitnehmen? Ein Stift. Ich würde ein Zelt nehmen, einen Schlafsack und ein Handy. Zur Verständigung. Na, auf jeden Fall essen, trinken, dann vielleicht schnell was zum Anziehen holen, irgendwas. Also ich würde auf jeden Fall ein Zelt mitnehmen, weil sonst kann man ja gar nicht schlafen. Ich finde, Zahnbürste ist jetzt nicht so wichtig, aber ich würde auch essen und trinken noch mitnehmen. Ich würde meinen Tagebuch reinpacken und mein Bett. Meine Tasche und mein Handy und Fahrrad und mein Phone. So. Also ich würde Kontakt halten, also mein Handy mitnehmen, aber ich würde 3 Gegenstände mitnehmen, nämlich noch Isomatte und Schlafsack. Wenn es geht, auch noch Zelt, damit ich überall übernachten kann. Also ich habe mich schon mal fremd gefühlt vor einem Jahr, weil ich keinen kannte. Und da wusste ich wirklich nicht, was ich machen soll. Ich wusste auch nicht, wohin ich gehen soll. Und ja, ich kannte halt keinen. Und ja, dann habe ich mich total gefreut, als ich Freunde gefunden habe. Ich würde ein Zelt mitnehmen. Mhm. Essen. Ich würde erstmal vielleicht ein bisschen Geld mitnehmen, dass ich mir vielleicht noch Nahrung kaufen kann oder was zu trinken. Mhm. Ich würde vielleicht meine wichtigsten Sachen mitnehmen. Welche sind das? Vielleicht ein Handy oder Spielzeug nicht. Ja, ein Handy vielleicht, um welche anzurufen. Meine Katze, ein Seil, ein Speer. Mein Handy, was zu essen und Klamotten.